mit einem Interpreten der klassischen Musik. Bisher haben wir es meistens mit den Komponisten gehalten, mit so Berühmtheiten wie Beethoven, Mozart und auch Schubert. Und zu Gast haben wir wieder aus München Joachim Kaiser, der die Kommentare zu Wladimir Horowitz sprechen wird. Ein Experte, ganz gewiss, auf dem Gebiet der Pianisten, über die er auch ein Buch geschrieben hat. Und an der Diskothek bedient sie Walter Bachauer. Joachim Kaiser, warum machen wir eine lange Nacht des Wladimir Horowitz? Ist er der größte Pianist, der lebt? Er ist ganz sicherlich der fesselndste. Und er ist ganz ohne Zweifel derjenige, der die allermeisten glühenden Anhänger hat. Das grenzt schon an Sekte. Wissen Sie, wenn Pianisten miteinander im Gespräch sind über Platten, dann werden sie allmählich lauter. Wenn man im Nebenzimmer sitzt und hört zu, dann versteht man kaum, was sie sagen. Nur ab und zu dringt das Wort Horowitz durch. Dann weiß man, aha, jetzt sind sie wieder bei ihrem Gott angelangt. Ich glaube allmählich, dass die Klavierwelt in zwei Hälften zerfällt. Die eine Hälfte betet diesen Horowitz förmlich an, verehrt ihn, macht Reisen zu ihm. Es wurde ja eine Pilgerreise zu Horowitz veranstaltet. Da flog man von München, von Berlin, von Hamburg, von Paris aus nach New York, weil er ja in den letzten Jahren nur noch in New York spielen will. Nur manchmal in San Francisco oder Chicago. Man flog nach New York, besuchte eine Woche lang New York und traf dann auch ihn und hörte ein Konzert von ihm und flog selig wieder zurück. So etwas hat, glaube ich, noch kein anderer Künstler, geschweige denn Pianist, geschafft, dass seine Bewunderer Kontinente hinter sich lassen. Das ist also, wie gesagt, die eine Hälfte der Welt, die den Horowitz anbetet, und die andere, für die ist er im Grunde nur eine Sage, die kennt ihn gar nicht so recht. Ich nehme mir für heute Abend vor, und hoffentlich gelingt das, ich bin richtig ein wenig aufgeregt, ob ich den Horowitz auch so präsentiere, wie ich ihn mir vorstelle. Ich nehme mir für heute Abend vor, zu zeigen, gerade denjenigen von meinen Hörern, wahrscheinlich die allermeisten haben ihn noch nie persönlich gehört, wie dieser Horowitz spielt, was seine Virtuosität eigentlich ausmacht, was er mit seiner Art, das Klavier anzufassen, erreicht, wie er lebt und auch was er so über Musik denkt. Ich will jetzt ganz schnell und kurz sozusagen mitteilen, was hier angeboten werden kann, denn ich hoffe sehr, dass die Hörer Fragen nach diesem Horowitz stellen. Ja, da muss ich kurz unterbrechen, denn unsere Telefonnummer sollten wir jetzt gleich sagen, wenn wir schon beim Thema sind. Sie können uns erreichen in Berlin, wenn Sie außerhalb von West-Berlin leben, dann die 030 vorwählen. Und in Berlin ist es dann die 854-4011, 854-4011, das ist die Telefonnummer, unter der Sie Wünsche durchgeben können in Bezug auf Wladimir Horowitz und sein gewaltiges Schallplattenövre. Aber auch natürlich, Sie können uns bestimmte Dinge fragen, die Sie gerne von Herrn Kaiser hören wollen, worauf Sie antworten wollen. Und möglicherweise auch können Sie Diskussionen anregen, dann werden wir das hier auch machen. Denn er ist ja natürlich nicht der Einzige, und es gibt auch Menschen und Musiker, die ihn nicht so sehr schätzen. Zum Beispiel hat immerhin der Komponist und Musikkritiker Virgil Thomson über den Horowitz mal geschrieben, er sei ein Meister der Übertreibung und Entstellung. Er hat das dann eingeschränkt, diese Worte, die ja schlimm genug klingen, aus denen sollte man nicht entnehmen, dass die Interpretationen von Horowitz immer grundfalsch oder unvertretbar sind. Aber, und diesen Satz möchte ich doch zitieren, meine Damen und Herren, damit Sie hören, wie man noch gegen Horowitz sein kann, aber, so fährt der Thomson fort, wer nie die Werke gehört hat, die Horowitz gestern Abend spielte, könnte leicht zu der Ansicht kommen, dass Bach ein Musiker vom Typ Leopold Stokowskis war, dass Brahms eine Art Leichtsinniger in einem erstklassigen Nachtclub tätiger Gershwin war und Chopin eine Art Zigeunergeiger. Also Thomson sagt das, was viele, die mit der deutschen Musiktradition eng verbunden sind, was man diesem amerikanischen Künstler ja gar nicht vorwerfen kann, möglicherweise auch denken und sagen, nämlich dieser Horowitz ist sicherlich ein toller Virtuose, aber er ist eigentlich ein geschmackloser Übertreiber. Das möchte ich heute Abend, das wollen wir untersuchen. Wir wollen nicht immerfort sagen, das ist ja toll, wie er spielt und sehr gut, was er da macht und das kann sonst niemand so gut, sondern wir wollen versuchen, wir haben ja Zeit, dem Horowitz auf den Grund zu gehen.
Immerhin haben ja Lazar Beermann und Guy Lelz, also zwei russische Kollegen, von Horowitz gesagt, wer sich mit diesem Horowitz vergleicht von uns, das ist so, als ob man in die Kirche geht und ein Heiligenbild besudelt. Also so denken wiederum große Pianisten über ihn. Der Mann, von dem hier die Rede ist, der ist 1904 geboren, am 1. Oktober. Das heißt, er wird im kommenden Jahre 75 Jahre alt. Er ist jetzt 74. Er ist ein sehr nervöser Künstler, jemand, der sich schwer macht. Seine Karriere, sein Künstlerleben ist mehrfach von Pausen unterbrochen worden, in denen er überhaupt nicht öffentlich spielte. Nicht etwa, weil er nicht wollte, sondern weil er nicht konnte, weil es mit den Nerven und mit seinem seelischen Haushalt nicht aushielt. 1904 geboren, wurde er am Ende der 20er Jahre rasch berühmt. Dann schon die erste Pause in den Jahren 34, 35 und 36 spielte er kaum öffentlich. Das war eine Erkrankung, ein nervöser Zusammenbruch, was immer, aber er mochte halt nicht mehr auftreten. Dann tat er es wieder, hatte seine große Zeit, spielte während des Zweiten Weltkriegs, wo wir alle ihn ja überhaupt nicht hören konnten, spielte danach bis 1953 sehr häufig, übrigens gelegentlich auch in Europa, London, Paris. Und dann merkte er, dass es überhaupt nicht mehr weitergeht und machte die größte Pause, die ein Künstler sich überhaupt leisten kann, wenn er noch als Künstler gelten und zählen will. Nämlich er hörte von 1953 bis 1965 völlig auf zu spielen, öffentlich zu spielen. Das heißt, zu einer Zeit, in der die Langspielplatte entstand, in der die Welt wieder offen wurde für große Musik, in der wir alle heranwuchsen und zuhörten und Künstler kennenlernten, war Horowitz, grob gesagt, nicht da. In dieser Zeit wurde er zu einer Legende. Die, die ihn gehört hatten, sagten, da ist einer, der spielt viel, viel toller und ausdrucksvoller und gewaltiger, als ihr euch das vorstellen könnt. Nur leider spielt er eben nicht. Aber den Horowitz litt es dann doch nicht immer nur zu Hause und in seinem Tonstudio oder in seiner Flat in der 102. Straße in New York. Und 1965 hatte er sein Comeback. Das war ein gewaltiges Comeback. Die New Yorker standen, glaube ich, 3 Tage nach Karten an und waren doch froh und glücklich, wenn sie für knapp 3 Tage anstehen, welche bekamen. Frau Horowitz soll mit heißem Tee gelegentlich in der Nacht geholfen haben. Es war ein gewaltiges Comeback, sage ich, und das dauerte aber wieder nicht allzu lange. Schon 68 hatte er wieder irgendeine Krankheit und zog sich wieder für ein paar Jahre zurück. Und nun, seit 73, 74, konzertiert er verhältnismäßig stetig. Toi, toi, toi. Stetig. Das heißt, er sucht sich wirklich Bedingungen zusammen, wie kein anderer Sterblicher und Pianist sie sich aussuchen könnte. Also, das Konzert soll nicht am Abend stattfinden, sondern am Nachmittag, weil er sonst zu aufgeregt wird, wenn es bis zum Abend dauert. Das heißt, Horowitz-Konzerte beginnen nicht um 20 Uhr, sondern sie beginnen um 16 Uhr. Und damit die Leute um 16 Uhr auch Zeit haben und er selbst auch den Weg in den Konzertsaal leichter findet, doch bitte nur am Sonntag. Horowitz-Konzerte finden also normalerweise am Sonntagnachmittag statt. Weiterhin betritt er kein Restaurant. Er hat einen eigenen Koch, nur gekochtes Wasser. Er isst nach Möglichkeit kein Fleisch, kaum Fisch. Alkohol sehr selten, Zigaretten fast gar nicht. Und dann lässt er sich noch jeden Monat general untersuchen. Aber bei diesen Untersuchungen, bei einem solchen Lebenswandel, kann man ja eigentlich gar nicht krank werden. Und infolgedessen geht es ihm, ich habe ihn neulich in New York spielen hören, also körperlich und psychisch ungeheuer, kraftvoll und beneidenswert gut. Er spielt also mit derselben Vehemenz wie eh und je. So viel gewissermaßen einleitend. Und jetzt etwas zu dem, was ich als Programm, von dem ich hoffe, Sie werden es mir so wie bisher ein bisschen umstürzen, was ich mir als Programm zurechtgelegt habe. Ich möchte zunächst einmal vorführen, was diesen Horowitz berühmt gemacht hat, also grob gesagt, wie er früher spielte, als er ein junger 25- bis 33-jähriger Virtuose war. Wir wollen also am Anfang der Sendung den jungen Horowitz kennenlernen, mit ein paar seiner bedeutenden und heute noch berühmten Interpretationen. Dann möchte ich Ihnen als Gegenstück etwas vom späten Horowitz, wenn man so sagen darf, vorführen. Und wir werden dann Gelegenheit haben, nachzuprüfen, wie dieser Horowitz Beethoven spielt, wer Chopin spielt,
was unter seinen Händen aus Liszt, Skriabin und Rachmaninow wird. Auch Schumann gehört, wie Horowitz mir im Gespräch sagte, zu den Komponisten, die er immer häufiger spielen will. Weiter. Horowitz hat ja nicht nur als Liszt oder mit dem Orchester musiziert, sondern es gibt auch eine Reihe selten zu hörender und selten aufgeführter Kammermusikaufnahmen von ihm. Auch da wollen wir einiges hören. Er hat zusammen mit Fischer Dieskau musiziert und er hat zusammen mit Milstein einmal eine Violinsonate, und zwar die dritte, von Johannes Brahms eingespielt. Das sind eine Reihe von Blöcken, die ich mir auch als solche Blöcke wohl vorstellen kann. Und besonders interessant, das verspreche ich mir und auch Ihnen, verspricht dabei zu werden, wie Horowitz sich selbst gelegentlich korrigiert. Es gibt ja mehrere Aufnahmen, beispielsweise der B-Moll-Trauermarschsonate von Chopin, beispielsweise der Mondscheinsonate oder der Waldscheinsonate von Beethoven. Die hat er in gewissen Abständen wiederholt. Die G-Moll-Ballade hat er, glaube ich, 4-5 Mal im Laufe seines Lebens gespielt und auch auf Platten aufgenommen, oder es existieren Mitschnitte von Konzerten. Und es ist erstaunlich festzustellen, wie wenig Horowitz sich dabei wörtlich wiederholt. Und bei dieser langen Vorrede noch ein letztes. Wenn man ihn persönlich hört, ich habe ihn ein paar Mal, dazu musste ich halt jedes Mal nach Amerika, ein paar Mal live gehört. Er ist keineswegs, und zwar immer weniger, ein Perfektionist. Natürlich achtet er darauf, dass, wenn er Platten veröffentlicht, keine Fehler veröffentlicht werden. Aber im Konzert und im Konzertmitschnitt, da kommt es ihm keineswegs darauf an, Fehler zu vermeiden, sondern es kommt ihm darauf an, so ausdrucksvoll wie möglich zu spielen. Er riskiert, je älter er wird, desto mehr. Er schlägt manchmal falsche Töne an, es bleibt manchmal was weg. Er ist also keineswegs jemand, der sich das Leben nimmt, wenn er einen falschen Ton spielt, wie man von den amerikanischen Virtuosen ja oft spöttisch behauptete. Und wenn Rubinstein von sich gesagt hat, er sei der letzte große Falschspieler, so gilt das ein wenig auch für Horowitz. Auch er setzt den Ausdruck über die vollkommene Richtigkeit. Das kann man aufgrund von Platten, also hier in Europa, kaum beurteilen, aber man kann es sehr wohl beurteilen, wenn man sieht, wie er im Konzert agiert und wie er da wirklich auf die Musik setzt und nicht auf Nummer sicher. Ich werde weiterhin, wenn das Gespräch oder die Fragen danach kommen, Ihnen noch Auskunft geben können. Es gibt ja die tollsten Dinge, beispielsweise darüber, was alles an Horowitz-Aufnahmen existiert, die noch nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind. Eine ganze Menge von bedeutenden Stücken, zum Beispiel die F-Moll-Fantasie von Chopin oder die Paganini-Variation von Brahms, hat Horowitz auf Platten gespielt, aber aus irgendwelchen Gründen, sei es rechtlichen, sei es, dass es ihm nicht gefällt, sei es, dass die Platten von der Firma nicht veröffentlicht werden, sei es, dass er sich mit seinen eigenen Platten nicht im Wege stehen möchte, aus irgendwelchen Gründen sind alle diese Platten sozusagen noch nicht bekannt geworden. Es gibt von ihm nur eine Liste, aber immerhin, die gibt es. Und es gibt von ihm natürlich eine Reihe von Aussagen über Musik und Klavier, eine Reihe von Fragen, die er in Interviews beantwortet, von alledem soll heute die Rede sein. Aber es soll ja nun, denn es ist ja schließlich eine Sendung über einen Pianisten, nicht nur die Rede sein, sondern es soll vor allen Dingen Musik sein. Und darum wollen wir nun beginnen mit dem Stück, das lange Jahre für Horowitz früheste und bedeutendste Einspielung von seinen großen Einspielungen gegolten hat, nämlich mit der H-Moll-Sonate von Franz Liszt. Meine Damen und Herren, diese H-Moll-Sonate ist etwa eine halbe Stunde lang und ich möchte Ihnen, zumal es sich natürlich um eine Platte aus Anfang der 30er Jahre, es ist November 32 aufgenommen, um eine sehr alte Platte handelt, ich möchte Ihnen nicht zumuten, dass wir jetzt das ganze Stück, das ganze halbstündige Stück miteinander hören, wohl aber wollen wir das, wenn man so sagen darf, fugierte Scherzo und das Finale dieser Sonate jetzt hören. Ein paar Worte über die Sonate selber. Liszt's H-Moll-Sonate ist ein neuer und großer Schritt in der Erfindung und Weiterentwicklung der Sonatenform. Aus zwei Tonleitern, und damit wird unser Beispiel übrigens auch anfangen, aus zwei Tonleitern, einer Molltonleiter und einer sogenannten Zigeunertonleiter, die also etwas andere Abstände hat, wie man sie aus der Zigeunermusik kennt, aus zwei Tonleitern entwickelt Liszt das thematische Material, also ein entsprechendes Hauptthema und auch ein Seitenthema, nicht nur
für seinen ersten Satz, also für den Anfang dieser Sonate, sondern auch für den langsamen Teil, für das Fugato, mit dem wir jetzt einsetzen werden, für die Reprise des ersten Satzes und für den Schluss des ganzen Werkes. Das heißt, es ist eine Sonate, die ganz und gar aus einer Keimzelle heraus entwickelt worden ist. Liszt schreitet da auf dem Wege fort, den Franz Schubert in seiner Wandererfantasie angetreten hatte. Er schreitet ungeheuer sicher und genial auf diesem Wege fort, aber nicht nur das, sondern auch phänomenal schwierig. Was wir jetzt gleich hören werden, also dieses Fugato, das stellt an die Grifftechnik des Interpreten enorme Ansprüche. Das brauche ich jetzt gar nicht zu erläutern, das hört man wirklich sozusagen von selbst. Dann hören wir quasi die Reprise, also es geht in den letzten Satz, der dem ersten Satz, dem Anfang der Sonate ähnelt, elegant, das Seitenthema wunderbar umspielt, und dann kommt eine Stelle, die gleichsam wie ein Tor vor dieser Sonate steht und sie vor dem Betreten von Dilettanten und mittleren Pianisten schützt. Das ist die schwerste Oktavenstelle der Klavierliteratur. Da muss das Klavier zunächst Presto und dann Prestissimo Oktaven spielen, mit beiden Händen, teils aber auch nur mit einer Hand, und die andere Hand muss mit schwierigen Akkorden das Ganze begleiten. Das ist eine ungeheuer schwierige, gefürchtete, in Konzerten ganz selten, ganz rein gelingender Augenblick. Und Horowitz meistert das alles also mit wirklich dämonischer Kraft und Klangfantasie. Aber danach ist die Sonate nicht zu Ende, sondern sie schließt fast mystisch langsam, wie sie begonnen hatte. Zwischen H und C wird seltsam vermittelt. Man hat herausgefunden, dass eine Tondichtung von Richard Strauss, Also sprach Zarathustra, die ja fast bitonal endet, kaum weitergeht als Liszt es in dieser seiner einzigen großen Sonate tat, die man sicherlich als die bedeutendste Sonate der Romantik, wenn nicht überhaupt der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bezeichnen kann, die bedeutendste Klaviersonate. Diese H-Moll-Sonate, ein Paradestück der ganz großen Pianisten, diese hören wir nun in einer Einspielung des frühen Horowitz. Diese Einspielung, wir hören also die dritte und vierte Hälfte, das Scherzo und den Schluss, diese Einspielung wird uns schon ziemlich deutlich machen, wie da jemand gespielt hat, den diejenigen, die ihn hörten und hören, sehr oft für eine Art Dämon gehalten haben, für einen Virtuosen von solcher Kraft, dass man eigentlich mehr auf sein Spiel achtet als auf die Musik, die er gespielt hat. Ob man damit der Intention von Horowitz recht oder unrecht hat, ist eine andere Frage, aber hören wir doch zum Beginn der langen Nacht des Wladimir Horowitz nun einmal in diese seine frühe Aufnahme der H-Moll-Sonate von Franz Liszt hinein. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, die Einleitungsmusik der langen Nacht des Wladimir Horowitz, Franz Liszt's H-Moll-Sonate. Ich möchte die Gelegenheit gleich nochmal benutzen, um Ihnen, die sich vielleicht später eingeschaltet haben, nochmal unser Hörerwunschtelefon durchzugeben. Das ist die 854-4011, 854-4011, Berliner Vorwahl ist 030, falls Sie von auswärts anrufen. Herr Kaiser, wie geht es weiter? Na, ein so besessenes Klavierspiel wie das, was Horowitz eben, er war ja noch keine 30 Jahre alt, als er die Liszt-Sonate einstudiert und aufgeführt und für Schallplatten eingespielt hatte, was Horowitz soeben vorführte, ein so besessenes Klavierspiel kommt nicht von ungefähr. Horowitz' Mutter war Pianistin gewesen. Er selber träumte, wie so manche großen Interpreten, eine Zeit lang davon, Komponist zu werden. Er hat erzählt, dass er beispielsweise, nachdem er mit Rachmaninow befreundet war, diesem viele pianistische Ratschläge gegeben habe zur Vollendung der Rachmaninowschen Rhapsodie über ein Thema von Paganini, Opus 43. Horowitz sagte in einem Gespräch, dass er da als beratender Komponist, Pianist, mitgearbeitet habe. Doch ähnlich war es ja bei Furtwängler und vielen anderen Großen, die sich eigentlich als Komponisten fühlten
und deren kompositorische Insistenz und Verständnisfülle in ihr Interpretieren anging. Horowitz konnte als Komponist nicht leben, musste aber sehr bald als Pianist von seiner pianistischen Kunst leben, denn die russische Revolution kam, materielle Bedrängnis stellte sich ein, sein Vater war Ingenieur, und dann gab Horowitz als 18-Jähriger von vornherein erfolgreich Konzerte. Er reiste mit einem riesigen Repertoire durch Russland. Europa und die Welt eroberte er, so erzählt er, nicht über die Hauptstädte, sondern über andere. Die Hauptstädte kamen später. Er habe in den 20er Jahren in Berlin ein Konzert gegeben, das sei ganz miserabel gewesen. Gott sei Dank sei kein Kritiker dabei gewesen, sonst wäre es ihm schlecht gegangen und seine Karriere hätte sich in Frage gestellt, sagt er. Wohl aber hatte er einen riesigen Erfolg in Hamburg, dann Berlin. In Amerika zuerst Chicago, dann New York. Und dass man sprachlos war, wenn man diesen jungen Mann hörte, dass er die anderen Pianisten zum Schwitzen brachte, auch dafür gibt es Anekdoten. Als Horowitz sein tolles Debüt in New York hatte, da waren sehr viele Pianisten zusammen und der eine sagte zu einem Kollegen, es ist schrecklich heiß im Saal. Der andere sagte, ja, ja, aber nur für Pianisten, nicht für Geiger, ich bin Geiger. Rubinstein war über Horowitz so erschrocken, dass er beinahe verzagt wäre. Als Horowitz in den 30er Jahren Paris eroberte, es ihm aus den Händen riss, da war Rubinstein verzweifelt. Er erzählt, ich sah in Horowitz einen neuen Liszt, fähig, seine Zeit zu beherrschen. Und da Rubinstein wie jeder Künstler auch von dieser goethischen Devise existiert, lebt man denn, wenn andere leben, also wenn ein anderer auch bedeutend ist, das ist für das eigene Leben ja fast unerträglich. Darum ging Rubinstein so weit, zu sagen, ich wollte alles hinwerfen. Aber bevor ich sterbe, fährt Rubinstein fort, will ich beweisen, zu was ich fähig bin. Ich ballte die Fäuste, wozu ich jedoch als Berufspianist nicht lange imstande war, öffnete sie wieder und begann hart zu arbeiten. Ich hatte Rache zu nehmen, nicht an Horowitz, aber an mir selbst. So führte also das Auftreten von Horowitz dazu, dass Rubinstein aus einem sehr guten zu einem außerdem auch noch ungeheuer fleißigen und dann ganz großen Pianisten wurde. Aber ich hatte ja darauf hingewiesen, dass dieser Horowitz, also wie gesagt, am Anfang seines Lebens Komponist gewesen war und eigentlich immer noch davon spricht, wie gerne er es auch später gewesen wäre. Es gibt Bearbeitungen von ihm, Bearbeitungen von einer Carmen-Fantasie, es gibt Bearbeitungen im Sinne Liszts, wo er also Klavierstücke schwerer macht, aber es gibt auch regelrechte, absolute Musik von ihm, das heißt also Stücke, die sich auf keine anderen gründen, zum Beispiel einen exzentrischen Tanz, Danse excentrique. Das hat er früher viel gespielt, seinem Lehrer Rachmaninow soll es gefallen haben und es klingt so. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Wir haben es gehört, ein großer Komponist scheint da der Welt nicht verloren gegangen zu sein. Das klang sarkastisch, das klang technisch perfekt, das erinnerte vielleicht an Prokofjew, ein bisschen auch an U-Musik, es war ein exzentrischer Tanz, aber es war doch kein Grund zu klagen darüber, dass ein so begabter Kompositeur sich leider dem Klavier verschrieben habe. Meine Damen und Herren, wir sind immer noch dabei, uns den jungen Horowitz vorzustellen. Und ich möchte diese Vorstellung dessen, was der frühe Horowitz, also der Horowitz noch vor der Zeit des Zweiten Weltkriegs oder gar vor den 60er und 70er Jahren unseres Jahrhunderts war, ich möchte diese Vorstellung abschließen mit einem Stück, das kaum jemals im deutschen Rundfunk und überhaupt irgendwo gesendet worden sein dürfte, zumindest in dieser Interpretation. Nämlich mit dem Finale aus dem ersten Klavierkonzert von Johannes Brahms. Die Aufnahme, die Horowitz, begleitet von seinem Schwiegervater Toscanini, dem zweiten Brahms-Konzert gewidmet hat, die ist wohl bekannt. Aber das erste Brahms-Konzert, das hört man nahezu nie. Einmal deshalb nicht, weil es zu einer Zeit eingespielt wurde, 1936,
als die Plattentechnik wirklich noch ein bisschen schwerfällig war. Zum anderen auch deshalb nicht, weil die Grundlage der Aufnahmen, die wir jetzt hören, also die sogenannten 78er-Platten, weil diese Grundlage unvollkommen im wahrsten Sinne des Wortes war. Da ist nämlich ein Stück herausgebrochen. Es fehlt also leider etwas aus dem ersten Satz, und zwar gerade die Durchführung, also die entscheidende Stelle. Aber es fehlt nicht das Finale dieses D-Moll-Konzerts von Johannes Brahms. Und wir werden das jetzt sogleich von Horowitz in einer Auffassung hören, die wirklich ungewöhnlich ist. Horowitz hat das ganz schlagend, denn er ist sehr witzig, hat das ganz schlagend charakterisiert. Er hat gesagt, ich wollte einen Brahms ohne Bart spielen. In der Tat, wenn wir uns heute Brahms vorstellen, dann ist das immer der alte, etwas korpulent gewordene Junggeselle, bärtig und melancholisch. Dass dieser Brahms ein wilder junger Kerl war, dass er sein D-Moll-Konzert geschrieben hat in einem Alter, in dem die meisten Pianisten es heutzutage noch gar nicht spielen können, Mitte 20, dass er daran lange und wild und oft verzweifelt gearbeitet hat, zuerst zu einer Sonate für zwei Klaviere machen wollte, dann zu einer Symphonie und dann schließlich auf die Form des Klavierkonzertes kam. Alles das macht man sich nicht klar genug und vor allem macht man sich nicht klar genug, dass das ein Stück wilder und jugendlicher und sehr frischer Entschiedenheit sein kann. Wenn Horowitz es spielt, dann wird das klar. Das ist nicht der gemessene Deutsche, sondern ein sehr rascher, sehr stürmischer, wahrlich bartloser junger Brahms. Noch auf eines möchte ich Sie aufmerksam machen, was übrigens Horowitz gar nicht so sehr deutlich herausbringt. Dieser Satz, das Finale, also des D-Moll-Konzertes, hat eine Kadenz, das ist also eine Stelle, wo der Pianist, der Solist, über Themen des Satzes fantasieren soll. Aber diese Kadenz ist dem Solisten nicht freigestellt, sondern Johannes Brahms selbst hat sie geschrieben, vorgeschrieben, ist also eine feste Kadenz. Schön und gut. In dieser Kadenz kommen ein paar Stellen vor, die uns irgendwie bekannt dünken. Und wenn man dann der Sache nachgeht, erweist sich, dass Brahms wörtlich einen Augenblick aus dem Finale der 9. Symphonie von Beethoven zitiert hat. Und zwar den Augenblick, wo das Soloquartett singt, wo dein holder Flügel weilt. Das sind also 10 Töne lang genau tongleiche Übernahmen. Es ist halt gar kein Zweifel, dass Brahms, auch die beiden Tonarten sprechen ja dafür, die 9. Symphonie steht in D-Moll, dieses Klavierkonzert auch, dass Brahms hier seinem größeren Vorbild eine Art Reverenz erweisen wollte. Wie gesagt, nicht der alte Brahms, sondern der junge, stürmische Brahms. Dass er dann auch noch so stürmisch gespielt werden könne, wie es jetzt gleich Horowitz mit seiner Virtuosität, die aber nicht eine äußerliche Virtuosität ist, sondern eine deutende Virtuosität tut. Das ist für uns eine neue Erfahrung. Meistens hört man den Satz schon deshalb langsamer. Erstens, weil Brahms ihn als Allegro ma non troppo, also nicht zu sehr Allegro, aber was heißt zu sehr, vorgeschrieben hat. Und zweitens, weil es manuell sehr schwer ist, über ein bestimmtes Tempo hinauszugehen. Horowitz scheint anderer Ansicht zu sein. Sein Plädoyer für den jungen, schwungvollen Brahms klingt, und es begleitet Bruno Walter mit dem Konzertgebauorchester, klingt folgendermaßen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, eine historische Rarität auf Schallplatte, der Schlusssatz aus Brahms D-Moll-Konzert mit Horowitz, Bruno Walter und dem Konzertgebauorchester Amsterdam. Übrigens, ich habe das Gefühl, das ist doch eines von den wenigen Schallplattenbeispielen, wo man den Horowitz auch mal ein bisschen imperfekt mal hört und wo also ein paar falsche Töne dabei sind, aber insbesondere beim Orchester. Na Gott, ja, da konnte ja nicht geschnitten werden. Es handelt sich ja, wie man noch am Beifall hörte, um einen Mitschnitt, während der ältere Horowitz, also selbst bei seinen Fernsehaufnahmen, wenn das Publikum dabei ist, doch versucht zu schneiden, sodass man die Leute zwar am Schluss klatschen sieht, aber er spielt dann alleine Klavier und da hat er eben doch korrigiert. Eine interessante Frage hat ein Hörer jetzt angeschnitten, nämlich die Frage nach der Herkunft von Horowitz aus der sowjetischen, also aus der russischen Interpretenschule ganz allgemein. In Kiew soll es ja zum guten Ton gehört haben bei großbürgerlichen Familien, dass man einen Virtuosen in der Familie richtig heranzüchtete, einen jungen Mann oder eine junge Dame. Ja, nicht nur bei großbürgerlichen Familien, sondern auch bei kleinbürgerlichen jüdischen Familien. Es ist ja ganz unheimlich, wie viele bedeutende Virtuosen der Welt
Und zwar gilt das in möglicherweise noch größerem Maße für Geiger aus dieser Gegend kommen. Denken Sie mal daran, der Horowitz, Gilels, Sjatoslav Richter, David und Igor Oistrach, Milstein, Jascha Heifetz, der ja keineswegs ein Amerikaner ist, sondern auch ein Russe, Kogan, Rostropowitsch. Wenn man ein, zwei Dutzend Weltklasse-Instrumentalisten an seinem inneren Auge vorbeiziehen lässt, die kommen doch alle aus dieser Ecke. Ich glaube, da gibt es immer zwei Motive. Das eine Motiv ist selbstverständlich das Subjektive. Der junge Mensch, der Talent in sich spürt, weiß, und das ist in diesem Fall sehr wichtig, der weiß, dass er mit großem Fleiß unter Umständen aus dem Ghetto dieser engen Heimat herauskommt, dass der Weg über die virtuose Karriere für ihn zugleich ein Weg in die große Welt. Jetzt könnte man sogar sagen, also in unserer Zeit über die Grenze, in die größere Freiheit ist. Das ist bestimmt ein großer Antrieb gewesen, gerade für junge jüdische Kinder und Talente, sehr fleißig zu sein und sehr zu studieren und der Karriere viel zu opfern, weil dann eben auch der eigenen Familie diese Opfer wieder zurückgegeben werden konnten. Aber der subjektive Wille allein ist's ja nie, sondern es muss immer noch ein zweites hinzukommen, also vom Talent mal abgesehen, ein zweites hinzukommen, und das ist sozusagen das musikalische Ausbildungsklima. Wo erst einmal bedeutende Pianisten oder bedeutende Geiger herkommen, da kommen die dann immer wieder her. Da sind dann gute Lehrer, der Name und der Ruf und der Ruhm dieser Lehrer spricht sich herum. Andere, die Talent in sich spüren, gehen dahin. Der Lehrer hat dann eine gute Klasse, zu dieser Klasse kommen wieder neue. Mit einem Wort, nichts ist dann erfolgreicher als der Erfolg. Wenn man bedenkt, was ein Pädagoge wie der 1964 verstorbene Neuhaus in Moskau, wen alles der beeinflusst hat. Wenn man bedenkt, was ein Klavierpädagoge wie Bruno Seidelhofer in Wien, der Gulda war sein Schüler, die Hebler war seine Schülerin, Paduras, Koda, Demus, es gibt kaum jemanden, der da nicht studiert hätte. Oder denken Sie an den Dirigentenlehrer Franco Ferrara in Italien. Es gibt kaum einen bedeutenden Dirigenten, der eben nicht bei dem mal steht. Das heißt also, wenn erst einmal die soziologische Notwendigkeit oder die soziologische Möglichkeit da ist, auf dem Wege über Kunst und Virtuosität und Talent etwas zu werden, und wenn dann zweitens das Ausbildungsklima da ist, dann entstehen solche Brutstätten von Talenten. Und die zeugen sich dann immer weiter fort. Und man muss ja mit einigem Neid auch sagen, dass im Augenblick in der UdSSR für jemanden, der sich in Wettbewerben hervortut und der Talent hat, wirklich sehr viel getan wird. Die haben außerordentlich gute Lehrer und der Staat verpflichtet diese Lehrer auch dazu, sich um die Schüler zu kümmern. Sie wissen ja, dass die russischen Solisten zwar keine finanziellen Sorgen haben, dass sie dafür aber auch einen Teil ihrer Zeit sozusagen im Staatsdienst, also als Lehrer oder bei befohlenen Konzerten benutzen müssen. Das mag im Einzelnen subjektiv unangenehm sein. Oistrach soll ja gesagt haben, ich gehe auf Dienstreise, wenn er ein Konzert in Taschkent geben musste, das er eigentlich gar nicht geben wollte. Aber es hat auch einiges für sich. Das Niveau, das technische Niveau der Ausbildung ist doch sehr hoch und es ist kein Zufall, dass die russischen Künstler seit vielen Jahrzehnten bei den Wettbewerben immer so unglaublich gut abschneiden. Es ist ein Nachteil, um bei diesem Thema noch zu bleiben, das mich sehr bewegt, weil ich sehr traurig darüber bin, dass der deutsche Nachwuchs im Zusammenhang mit der Weltklasse eine nicht allzu große Rolle spielt. Es ist natürlich auch ein Nachteil dabei, die jungen Künstler werden ungeheuer gedrillt. Sie haben kleine Programme, spielen diese Programme durch ganz Russland, spielen sie dann nochmal vor Jurys, in denen also Leute wie Gilels und Sjatoslav Richter sitzen. Und wenn sie diese Erfahrung hinter sich haben und da durchgekommen sind, wenn sie dann also, in München beim Rundfunkwettbewerb oder anderswo auftreten, dann sind sie natürlich nicht zu schlagen. Nur haben sie ein verhältnismäßig schmales Repertoire und das führt dann dazu, dass sie vielleicht nicht so sehr reifen und ein Jahr später ist wieder ein neues
tolles Talent da. Aber immerhin, zunächst mal werden die Talente so gefördert. Und dass das in Russland, also seit 1870, 80, also schon seit Auer und Rachmaninow und Siloti, der ja ein Listenschüler war, dass das in Russland also erstaunliche Folgen hat, ist ganz fraglos und bewundernswürdig. Da kommen also Talent und der subjektive Wille und das objektive Klima offensichtlich seit einigen Jahrzehnten zusammen. Zu einer zwar traditionalistischen, aber doch tollen Musikkultur. In dem Zusammenhang, jetzt ist eine Reihe von Fragen gekommen und ich möchte anfangen, die zu beantworten, denn es ist jetzt in dem, was wir über Horowitz sagen, tritt jetzt ja eine Pause von 30 Jahren ein. Ich will jetzt gleich zum späten Horowitz übergehen. In dem Zusammenhang hat ein Hörer gefragt, ob es nicht einen spezifisch russischen Beethoven gibt. Auf diese Frage werde ich antworten, wenn wir die verschiedenen Interpretationen, die Horowitz bestimmten Beethoven-Sonaten gewidmet hat, wenn wir die einander gegenüberstellen, auch schon um zu sehen, wie Horowitz selber sich innerhalb seiner Beethoven-Interpretation im Laufe von zwei Jahrzehnten geändert hat. Weiterhin ist mir entgegengehalten, oder bin ich gefragt worden, ob Horowitz, als er sein Debüt in Amerika hatte, ob er das Tschaikowski-Konzert da nicht mit Thomas Beecham gespielt habe. Selbstverständlich hat der Hörer recht. Ich sagte Toscanini in einem anderen Zusammenhang, die berühmte Aufnahme aus dem Jahr 1943, die stammt tatsächlich von Horowitz und Toscanini. Mittlerweile war er ja Toscaninis Schwiegersohn geworden, hatte also Toscaninis Tochter geheiratet und hat mit Toscanini viel zusammen musiziert, was übrigens, dass so solche Eitelkeiten gibt es auch in allerhöchsten Kreisen, dazu führte, dass Toscanini nie mit einer einzigen Ausnahme mit Rubinstein musiziert hatte. Wer also sich für Horowitz entschloss, für den fiel Rubinstein aus. Das ist nur eine einzige Aufnahme, nämlich das C-Moll-Klavierkonzert von Beethoven mit Rubinstein Toscanini gibt. Sonst hat Toscanini sich im Wesentlichen auf Horowitz oder auf andere kapriziert, aber nicht auf den großen Konkurrenten Rubinstein. Aber 1928 war es, wie gesagt, Beecham. Und das war ja auch der berühmte Fall, wo der junge Horowitz, nachdem er nicht von dem strengen Schwiegervater an die Leine genommen wurde, sondern von dem etwas lässlicheren, übrigens genialen Dirigenten Beecham, dass Horowitz da einfach durchging und im letzten Satz ein ungeheures Tempo anschlug. Wir haben es ja eben schon beim letzten Brahms-Satz gehört, wie er dazu imstande ist. Und Beecham, der darauf irgendwie nicht vorbereitet war, der verlor also bald die Führung, die Zügel. Und Horowitz erreichte mit Abstand als erster das Ziel. Das Orchester langte etwas später an. Das ist nicht ganz der Zweck der Übung, aber es hat die Amerikaner sehr begeistert. Und von dem Moment an hieß es, da sei ein junger Tornado der Steppe, nämlich der Pianist Horowitz, aufgetaucht. Und die Dirigenten müssten sich sehr beeilen, wenn sie mit ihm einigermaßen zugleich bei schnellen Sätzen ans Ende kommen wollen. Das war also das berühmte Debütkonzert 1928, tatsächlich mit Beecham, das war Tschaikowski Bemoll. Eine andere Frage, warum denn nie Ravel? Warum hat Horowitz nie Ravel gespielt? Ich habe meine Listen und der Tisch, vor dem ich sitze, ist überdeckt mit Listen. Ich habe meine Listen durchgeblättert, also er hat weder Ravel in Konzertprogrammen gespielt, noch hat er ihn auf Platten gespielt, noch auch gibt es in den unendlich vielen nicht veröffentlichten Platten oder Bändern irgendeine nennenswerte Ravel-Interpretation. Ich habe dafür im Moment nur eine einzige Erklärung, die ist folgende. Wahrscheinlich war ihm, dem raffinierten, differenzierten und tollen Pianisten, die Musik Ravels schon genuin zu raffiniert. Also er konnte seine eigene interpretatorische Säure und sein eigenes interpretatorisches Genie da nicht wie zu etwas anderem hinzutun, sondern Ravel hat schon sehr vieles etwa auch in Scarbo oder in dem Klavierkonzert, vor allen Dingen in dem für die linke Hand allein mit dieser wunderschönen jazzartigen Einlage. Ravel hat wahrscheinlich schon so viel Raffinement in seiner Musik, dass er das in Horowitz aus Gründen, die möglicherweise auch einfach mit Geschmack zusammenhängen, dann nicht mehr so interessiert. Aber interessant ist doch vielleicht, dass die Horowitz Eigenkompositionen doch manche Anklänge an Jazz, zum Beispiel an die leichte Musik haben, die ja auch Ravel bevorzugt hat. Ja, vielleicht na gut. Ist das eine Interferenz zwischen den beiden, die dann nicht funktioniert hat? Ja, aber nun hat er ja auch Poulenc, hat er ja oft gespielt, Horowitz. Er hat ja auch Samuel Barber, er hat ja auch Debussy. Also so ist das nicht, dass er sich der französischen Musik, die zwischen U und E vermitteln will, verschlossen hätte. Aber der ausgesprochene Ravel-Kult, es gibt ja
glaube ich, von keinem Klavierkomponisten mehr Gesamtaufnahmen als von Ravel. Ich selbst besitze ein halbes Dutzend, also von Monikas und Gieseking und wem nicht alles. Der ausgesprochene Ravel-Kult, den macht Horowitz nicht mit. Wahrscheinlich ist seine Art von Modernität dann doch eher eine Art, doch eher Skriabin. Dann widmet er sich lieber dem etwas schwierigeren und russischeren Skriabin. Von Rubinstein und von Gilels indessen gibt es, glaube ich, vom Tombeau de Couperin schon Aufnahmen. Also da ist es eine Spezialität. Ich werde weiterhin gefragt, wann das Tschaikowski-Konzert dran käme. Die Frage kann ich im Moment nicht konkret beantworten. Es kommt dran, wahrscheinlich im Lauf der nächsten oder übernächsten Stunde. Das Tschaikowski-Konzert Nummer 2 in G-Dur kommt deshalb nicht dran, weil Horowitz es nicht eingespielt hat. Das ist ein Stück, das wird ja erst in der letzten Zeit immer häufiger vorgeführt, auch von Gilels. Ich finde es in der Erfindung sehr eingängig, aber manchmal doch trivial. Übrigens zitiert es ja gleich in seinem ersten Thema, das Hauptthema vom Streichquartett Opus 59, 1 von Beethoven. Aber von Horowitz gibt dieses zweite Tschaikowski-Konzert, das G-Dur Opus 44, nicht. Infolgedessen kann ich es Ihnen auch nicht vorführen. Aber jetzt wieder zu unserer Sache. Ich habe doch das Konzept, dass ich Ihnen zunächst einmal den jungen Horowitz mit drei sehr verschiedenen Aufnahmen, also der berühmten der Liszt-Sonate, der völlig unbekannten des ersten Brahms-Konzertes und seiner eigenen Komposition, der Danse-Exzentrik, vorführen wollte. Und nun möchte ich gleich einen Sprung, einen 30 Jahre langen Sprung machen. Und nun wollen wir hören, wie hat denn der Horowitz gespielt, den man den späten Horowitz nennen kann? Also der nach der dritten großen Pause 1965 wieder zurück aufs Podium kam. Ich werde das Stück vorführen, mit dem Horowitz wirklich so nervös war. Ja? Und das ist auf der Platte festgehalten. Aber dann findet er sich und die Toccata, das ist also ein geschwindes Bewegungsstück, rollt festlich und brillant zu ihrem Ende. Aber nun kommt das Neue an Horowitz, nämlich die Kantilene, die er bei der Interpretation des dann folgenden A-Moll-Adagios aus Busonis Bearbeitung von Bachs Toccata, Adagio und Fuge vorführt. Diese Kantilene ist so reich, so differenziert, so ungeheuer intim. Die Melodie wird immer schöner, immer scheuer, immer, ich möchte beinahe sagen, immer herzlicher vorgeführt. So gesungen hat auf dem Klavier, wenn ich es recht sehe, nur in seinen allerschönsten Momenten Alfred Cortot, nur manchmal Gilels, Kempf im Schumann-Spiel. Aber das, was Horowitz hier vorführt, ist nun ein großer und reifer und fast so ein wenig resignierter Gegensatz zu diesem exzentrischen Schwung seiner Aufnahmen aus der Frühe. Wir machen jetzt also einen Sprung. Wir haben den jungen Horowitz gehört. Wir gehen hinüber zu seinem berühmten, auf Schallplatten festgehaltenen Debüt, als er sein Comeback hatte. Wir gehen also ins Jahr 1965 und hören den Anfang dieses Debüts, also die Interpretation von Bachs Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur in der Bearbeitung von Busoni. Horowitz nahm an, aus Gründen, die ich nicht kenne, dieses Stück werde ihm Glück bringen. Trotzdem verspielte er sich am Anfang, trotzdem hatte sie ihm aber bis auf den heutigen Tag zumindest pianistisches Glück gebracht. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Dass danach der Beifall gewaltig war, als Horowitz 1965 bei seinem Comeback mit dieser Bach-Busoni-Bearbeitung begann, das kann man sich vorstellen, meine Damen und Herren. Aber wir sind jetzt am Ende unseres ersten Blockes und ich möchte Ihnen nun ein Stück vorspielen, nachdem, wenn Horowitz es in Amerika spielt, also gewissermaßen mit Sicherheit die Seele und das Mobiliar zertrümmert werden. Denn das ist ein Stück, das jedem Amerikaner und jedem Musikfreund und jedem Pianisten wahrhaftig das Staunen lehrt. Horowitz hat nämlich den Marsch
Stars and Stripes Forever von Philip Sousa für Klavier sehr schwierig bearbeitet. Er hat ihn zu einer riesigen Steigerung gemacht. Er hat das Tenorhorn, das am Marsch eine große Rolle spielt, entzückend in die Mittellage gelegt. Es wird mit den Daumen gespielt und hat eine Klavierkunst an diesem sehr patriotischen Marsch entfesselt, der das Herz von Amerikanern und Klavierfreunden höher schlagen lässt. Es sind mittlerweile zu meiner Freude so viele Anfragen und Bitten gekommen, auf die ich jetzt, kurz bevor wir die Pause machen müssen, während der Nachrichten, gar nicht mehr eingehen kann. Das soll alles geschehen, wenn die Nachrichten vorbei sind. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei dem lustigen Schmankerl, mit dem der erste große Teil beendet wird. Also Stars and Stripes Forever von Sousa und Horowitz. So enden meistens seine Konzerte. Ja, ich möchte die Gelegenheit auch noch benutzen, das Stück ist ja nur 3 Minuten 50 lang, noch einmal unsere Telefonnummer durchzugeben. Unser Hörerwunschtelefon ist 854-4011, 854-4011. Sie können sich da also Horowitz wünschen, verschiedene Stücke aus seinem Repertoire, aber auch Fragen stellen und Diskussionen anregen, so wie Sie das schon bisher getan haben, sehr dankenswerterweise. Jetzt gibt's also Stars and Stripes. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, enorm gespielt, aber nicht so ganz enorm gepresst. Es ist auch am Ende dieser Platte. Die Stars and Stripes mit Wladimir Horowitz. Dies ist die lange Nacht des Wladimir Horowitz, die heute bis 1.30 Uhr geht. Und wir haben jetzt 10 Minuten Pause für Nachrichten. Ja, und das ist unser Stichwort, die lange Nacht des Wladimir Horowitz, zweiter Teil. Dieser zweite Teil dauert ununterbrochen jetzt bis 0.30 Uhr. Und dann haben wir später auch noch eine Stunde. Und wir beginnen diesen Teil mit Liszt. Herr Kaiser? Na, wir sind ja schon mitten bei dem Liszt, aber wir sind in Fragen, mit denen die Hörer mir, und das schmeichelt mir sehr, ihr Interesse und ihr Vertrauen ausdrücken. Wir sind ja mitten in Fragen darüber, wie Horowitz interpretiert und wie sich das verändert hat. In dieser langen Nacht des Horowitz haben wir ja angefangen mit dem jungen Horowitz, also mit seiner Einspielung der Liszt-Sonate aus dem Jahre 1932, mit seiner frühen Einspielung des ersten Brahms-Klavierkonzertes, von dem wir das Finale hörten, und mit einer Eichenkomposition von Horowitz. Und während wir diese Stücke vorführten, da haben sich manche Hörer mit Recht darüber beschwert, dass ich ihnen keine Gelegenheit gebe zum Vergleich. Denn Horowitz hat ungefähr 50 Jahre, nachdem er das erste Mal die Liszt-Sonate interpretiert hat, sie ein zweites Mal eingespielt, also im Jahre 1977 in einer goldenen Jubiläumsplatte. Da war der Künstler immerhin schon 73 Jahre alt und da wandte er sich der Hamol-Sonate von Liszt auf Schallplatten ein zweites Mal zu. Das gibt mir nun Gelegenheit, auch auf die Frage zu antworten, soweit ich das vermag, auch auf die Frage zu antworten, was denn das Besondere an der Anschlagskunst von Horowitz sei. Diese Frage lässt sich besonders leicht und sinnvoll beantworten im Zusammenhang mit der Art, wie der späte Horowitz spielt. Dass der frühe mit ungeheurer Sicherheit und noch viel größerem Feuer Oktaven greifen konnte, dass er perlend und vernünftig und singend spielen konnte, alles das ist klar, lässt sich beschreiben, lässt sich hören, aber es ist verhältnismäßig schwer nachzumachen. Es ist kein Spezifikum, es ist eine Kunst, die sich rein technisch nicht zum Ausdruck bringen lässt. Anders ist es bei dem, was der späte Horowitz tut. Ich möchte, um das jetzt auszuführen, Sie, meine Damen und Herren, darauf vorbereiten, was im Lauf der nächsten 1-2 Stunden, wenn nicht Ihre Bitten mein Programm allzu sehr wieder über den Haufen stürzen, geschehen soll. Wir werden zur Demonstration des Horowitzschen Spätstils, um es etwas gravitätisch zu sagen, jetzt zunächst einmal einen großen Teil seiner späten Einspielung der Liszt-Sonate hören. Dann werde ich Ihnen diesen Spätstil demonstrieren an 2 ganz spät herausgekommenen Masurken Chopins. Wir werden also von Liszt zu Chopin übergehen. Werden dann eine Zeit lang bei Chopin bleiben. Ich habe vor, Ihnen an Dantes Spianato und Grand Polonaise Opus 22 vorzuführen. Ich habe vor, Ihnen die Entwicklung des Künstlers Horowitz an 3 verschiedenen Einspielungen der Ballade G-Moll zu demonstrieren. Und ich möchte dann auch noch die Fis-Moll Polonaise Opus 44 vorführen. Aber bleiben wir einmal
Wie gesagt, bei der Besonderheit seiner Anschlagskunst. Horowitz selber äußert sich darüber so, dass er sagt, er habe eigentlich von Sängern, vor allen Dingen von Battistini, den er sehr schätzt, viel mehr gelernt als von Pianisten und Lehrern. Er finde, man müsse auf dem Klavier singen, ganz frei interpretieren und eine Kantilene herstellen. Gut, auch das ist noch keine Besonderheit. Das wünschen sich sicherlich viele Pianisten, auch wenn sie es nicht vermögen. Das, was beim späten Horowitz hinzukommt, ist eine geradezu unfassliche Fähigkeit der Dissoziation. Ich will da versuchen, das zu erklären. Das Klavier ist von den meisten Soloinstrumenten eigentlich das einzige, das mehrere Stimmen zugleich vortragen kann. Wenn man sonst mehrere Stimmen zugleich hört, wie im Streichquartett oder im Orchester, das ist eine Banalität, aber ich muss es in meinem Zusammenhang sagen, wenn man sonst mehrere Stimmen zugleich hört, dann sind diese Stimmen von mehreren Willen gespielt. Also es sind mehrere einzelne Musiker, die zusammenspielen, jeder seine Stimme. Das Klavier und die Orgel und sonst kaum, also nur die polyphonen Instrumente, da ist also die Möglichkeit gegeben, dass ein Wille möglichst verschiedene Stimmen spielt. Leicht gesagt, unendlich schwer getan. Horowitz, und das haben wir schon gehört, als wir eben dieses wunderbare A-Moll-Adagio aus Toccata, Adagio und Fuge von Bach-Busoni vernahmen. Horowitz ist nun imstande und er baut das immer weiter aus in seinen letzten Jahren. Wenn er also mehrere Akkorde nacheinander spielt oder mehrere Stimmen zugleich spielt, sie ganz ungleich zu phrasieren und auch in ungleiche Zeiten zu übersetzen. Das heißt, er ist durchaus imstande, die eine Melodie etwas rascher zu phrasieren, die andere etwas langsamer, vielleicht sogar anders, die dritte noch neu zu färben und so weiter. Er macht also aus dem urtümlich polyphonen Instrumentklavier tatsächlich etwas Polyphones. Auf Platten, das muss ich jetzt sagen, auch wenn es feige klingt, auf Platten kommt das nicht ganz so deutlich heraus wie bei dem direkten Konzerteindruck, wo diese Dissoziationskraft, manchmal etwas geradezu Aberwitziges, ja beinahe Schizophrenes hat. Die Stimmen vereinsamen und verselbstständigen sich in einer unglaublichen Weise. Das führt, rein technisch gesprochen, beispielsweise dazu, dass Horowitz, als später Horowitz, unter Umständen es darauf ankommen lässt, auseinander anzuschlagen. Also wenn er einen Akkord spielt, spielt er ihn nicht ganz genau zusammen. Er schlägt doch nicht wie ein Dilettant schlecht ihn auseinander, aber er schlägt ihn doch so verschieden an, dass die Töne nicht ganz zur gleichen Zeit erscheinen, weil er eben die einzelnen Stimmen vorführen will. Hauptbeispiele für das, was ich jetzt als eine Anschlagskunst zu definieren versuche, Hauptbeispiele sind die beiden Chopinschen Masurken und später, wir werden dazu auch noch kommen, der letzte Satz der Kreisler Jana von Robert Schumann, wo Schumann übrigens auch wahnsinnsnah eine solche Kunst expressis verbis fordert. Aber das ist noch nicht unser Thema. Nun haben wir ja gehört, und jetzt komme ich also wieder in den Zusammenhang, den wir eben verlassen haben. Nun haben wir ja gehört, wie der junge Horowitz die Oktavenstelle am Schluss der Listschen Hamollsonate und überhaupt die großen, sowohl melodiösen als auch konzertanten Entwicklungen dieses kühnen und majestätischen Stückes mit ungeheurer feuriger Kraft spielte. Wir wollen jetzt hören, was der späte Horowitz aus diesem Stück macht. Und zwar, nachdem wir ja die zweite Hälfte der Sonate zu Beginn dieser Sendung hörten, möchte ich jetzt gleichsam die erste nachliefern. Es handelt sich um das gleiche Material, oft sogar um analoge Stellen. Aber ich will nicht verschweigen, dass der späte Horowitz, und das gilt auch für seine Einspielung des Rachmaninowschen dritten Klavierkonzertes, dass der, was die reine technische Kraft und Gewalt betrifft, halt doch nicht mehr ganz so ungeheuerlich und rasch ist, wie er es mit 30 Jahren war. Er spielt mit 74 Jahren körperlich nicht mehr in so virtuos wie früher, was ja auch kein Zufall ist. Er spielt immer noch sehr virtuos und glänzend, aber er sucht jetzt etwas anderes. Er sucht die Dissoziation, die Selbstständigkeit von Stimmen und Melodien. Und wenn wir nun den Anfang und nicht nur den Anfang der Listschen Hamollsonate hören, dann werden Sie, meine Damen und Herren, gerade während der langsamen und leisen Stellen
hoffe ich, spüren, wie weit Horowitz mit dem suchenden Parlando zu einem findenden Spiel gekommen ist. Jetzt also, nachdem wir die H-Moll-Sonate aus dem Jahr 32 kennen, die Einspielung der Liszt'schen H-Moll-Sonate aus dem Jahre 1977, wir beginnen mit dem Anfang, fangen mit dem Anfang an und gehen bis tief in das Stück hinein. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Das war doch atemberaubend, wie Horowitz in der Liszt-Sonate eben die Melodien, gerade in dem Andante Sostenuto, mit dem das Stück eben für uns schloss, weil wir hier ausblenden mussten, wie er da die langsamen Stimmen auseinandertreten ließ. Nicht etwa um der pianistischen Eitelkeit, um der virtuosen Darstellung, sondern wirklich um des musikalischen Ausdrucks willen. Wir haben jetzt Liszt genug geopfert und ich habe nie verstanden, warum Horowitz die beiden großen Liszt'schen Klavierkonzerte eigentlich nicht eingespielt hat. Werke, von denen es beispielsweise bedeutende Aufnahmen gibt von Sviatoslav Richter und auch schöne, ernsthafte Einspielungen von Claudio Arrau. Aber Horowitz, von dem es viele Liszt'sche Rhapsodien gibt, die zweite, die sechste, die 15. und die 19., von dem es auch mannigfache andere Werke von Liszt auf Platten gibt und die auch immer wieder im Konzert spielt, nein, die beiden Konzerte spielt er nicht. Aber wie gesagt, Liszt soll jetzt, es sei denn, manches würde von den Hörern besonders heftig gewünscht und wir könnten diesen Wunsch erfüllen, Liszt soll jetzt zurücktreten. Jetzt nähern wir uns einem Komponisten, von dem man nur mit großer Liebe und Bewunderung sprechen kann, nämlich Frédéric Chopin. Es ist vom späten Horowitz eine Chopin-Platte herausgekommen, die einige Stücke enthält, die rein manuell gar nicht so sehr schwer sind, die eigentlich jeder gute Klavierschüler spielen können müsste und auch spielen kann. Diese Stücke wollen wir nun, und zwar durchaus im Hinblick auch auf die anschlagstechnischen Probleme, die uns hier beschäftigen, hören. Aber wir wollen uns das Hören nicht zu leicht machen. Und deshalb, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen zunächst eine, wenn man so sagen darf, gute, ordentliche, konventionelle Interpretation einer späten Chopin'schen Mazurka von Julian von Károly vorführen. Damit wir wieder daran erinnert werden, wie ein Klavier normalerweise klingt. Und dieser Károly ist wahrlich kein normaler, sondern ein außerordentlich behender, begabter, mit technischen Schwierigkeiten nie irgendeine Mühe habender Pianist. Ein Künstler, für den das Tempo etwas sehr Wichtiges ist und der jahrzehntelang zu den bedeutenden und beliebten Interpreten gerade im deutschen und ungarischen Raum gehört hat. Die späten Mazurken Chopins, und wir wollen jetzt von diesem Julian von Károly zunächst einmal die Mazurka Opus 50 Nummer 3 hören. Ein Werk, das wir dann sogleich auch von Horowitz hören werden, wenn wir zwei späte Mazurken gespielt von ihm vernehmen. Die späten Mazurken Chopins sind ja Werke, in denen sich Frédéric Chopin besonders intim ausspricht. Intim nicht nur in dem Sinn, den man dem Wort im Allgemeinen gibt, sondern die Mazurken haben in seinem Leben die Funktion eines Tagebuchs. Er ging ja sehr früh als 19- oder 20-Jähriger aus Warschau weg, dort fand die schreckliche Revolution und der Aufstand statt. Das hat er alles sehr beklagt, aber er war in der Zeit bereits in Paris. Seine Freunde waren in Polen geblieben. Und für ihn wurde die Heimat zu einer Art Traumland. Manchmal wohl auch Albtraumland. Und die Erinnerung an die Heimat, also die polnischen Volkstänze, Polonesen, aber noch mehr Mazurken, diese Erinnerung führt er wie ein Tagebuch durch sein ganzes Leben hindurch. Mazurken stehen am Anfang seines Schaffens, in der Mitte, und das letzte Werk, das er vollenden durfte, ich glaube einen Tag bevor er starb, war dann ja die Mazurka Opus 68 Nummer 4 in F-Moll. Bei diesen Mazurken nahm Chopin genau jenen Weg, den die Romantiker fast immer nehmen, wenn sie als melodiöse Komponisten anfangen. Er entdeckte für sich gegen Schluss die Polyphonie.
Das schlechte Gewissen aller rein melodiösen, homophonen Musik. Das schlechte Gewissen erzwingt sich. Und das gilt für Beethoven, das gilt für Schubert, das gilt für Schumann, das gilt eben auch für Chopin. Er zwingt sich sogar in einer so simplen, scheinbar simplen Form, wie eben der Mazurka, diesem Dreivierteltanz mit der typischen Betonung. Er zwingt sich die Polyphonie. Es schleicht ein wenig wohltemperiertes Klavier selbst in den polnischen Volkskunsttanz hinein. Das hört man gleich in dieser Cis-Moll-Mazurka, die wir jetzt von Julian von Karoly vernehmen werden. Das hört man gleich am Anfang, wenn das Thema, das ohnehin ein bisschen wie ein Fugenthema klingt, wenn das imitiert wird, wenn das kanonisch kommt und verarbeitet wird, da sieht man, wie der späte Chopin seinem übrigens immer bewunderten Bach ein wenig huldigt, bevor er sich dann daran besinnt, dass im polnischen Dorf halt nicht nur polyphon, sondern auch wirklich getanzt wurde. Bei Karoly klingt das so. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Schön, natürlich, unübertrieben, unmanieriert hat also eben Julian von Karoly die Mazurka Opus 50 Nummer 3 in Cis-Moll von Frédéric Chopin gespielt. Wenn es schwer wurde, dann wurde er, weil er es kann, nicht etwa langsamer, sondern ein wenig rascher. Er hat versucht, das Stück als Oberstimmenstück zu spielen. Man hörte immer eine Melodie, auch bei dem Volkstanz, der dann vorkam, im Mittelteil. Es war eine klare, normale, wohltuend bescheidene, im guten Sinne gemeint, wohltuend bescheidene Interpretation. Aber der späte Horowitz, da wird ein anderes Werk daraus. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Meine Damen und Herren, das ist sicherlich nicht fair gewesen, Julian von Karolys schöne, normale Aufnahme mit dieser gewaltigen und wahrlich nicht mehr normalen auch nur zu vergleichen. Einem solchen Vergleich Aufnahme denn die beste sei. Das ist sehr schwer zu beantworten. Die Aufnahme mit Georg Zell, die im Jahre 1953 gemacht worden ist, wirkt wohl einheitlicher, bedeutender, symphonischer und mächtiger noch, als die 10 Jahre vorher, 1943, mit Toscanini hergestellte. Aber die Toscaninische hat dafür etwas sehr Flamboyantes, Gewaltiges, Fantastisches und Gezacktes. Sie ist also vielleicht ein wenig exzentrischer. Aber Exzentrizität und russische Wildheit gehören ja auch gerade bei diesem Stück dazu, wo es eigentlich nicht um klassische Homogenität geht, sondern um den Ausdruck, den wilden, ja manchmal sogar barbarischen Ausdruck einer außerordentlichen Musik, in der unter Umständen selbst der Ausdruck des Leidens etwas Schlagerhaftes annehmen kann, wie mal bemerkt worden ist. Ich will also die Antwort auf die Frage, ob nun Horowitz zusammen mit Zell und mit Toscanini das Tschaikowski-Konzert besser gespielt habe, an Sie, verehrte Hörer, weitergeben. Und zwar mit einem ganz einfachen Trick. Wir wollen zunächst einmal in die Aufnahme hineinhören, die Horowitz mit Georges Zell gemacht hat. Das heißt, wir werden den ersten Satz oder einen großen Teil des ersten Satzes des Tschaikowskischen Klavierkonzertes von Horowitz und Zell hören, das Finale dann aber von Horowitz und Toscanini. Und dann kann sich jeder ein Bild davon machen, wie ihm dieses Konzert am liebsten ist, dass die Horowitzsche Einspielung und Interpretation des Werkes sozusagen singulär ist, erreicht vielleicht noch von der fabelhaften des Emil Gilels, steht übrigens außer Zweifel, aber wir haben ja jetzt die Möglichkeit, sogar zwischen einzelnen Horowitz-Interpretationen zu unterscheiden. Zunächst also der erste Satz des Klavierkonzerts von Peter Iljitsch Tschaikowski, B-Moll, Opus 23, es spielen Wladimir Horowitz und Georges Zell als Dirigent begleitet. Ja, und wenn man fragt, welches Orchester da spielt, dann findet man keine Antwort, weder auf der Platte noch auf dem Cover. Das Orchester ist ungenannt. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, leider nicht ganz. Der erste Satz aus Tschaikowskis Klavierkonzert. In der langen Nacht des Wladimir Horowitz gibt es jetzt eine kleine Pause für Nachrichten und wir gehen dann nachher in die letzte Stunde dieser langen Nacht.
Wir müssen nämlich noch den Schlusssatz aus dem Tschaikowski-Konzert spielen, und zwar in der Aufnahme mit Arturo Toscanini, der Aufnahme, die ihn nahezu an den Nervenzusammenbruch gebracht hat. Ja, dieser Schlusssatz, er ist ja kurz, enthält einen Augenblick, bei dem allen Klavierfreunden das Herz höher schlägt, und das ist der Augenblick, wenn nach der Ankündigung des Rondos plötzlich das Orchester ein längeres Zwischenspiel hat. Toscanini wird bei diesem Zwischenspiel tückisch, er war ja der Schwiegervater, sogar eher schneller. Und dann muss Horowitz über die ganze große Fläche des Klaviers hin gewaltige Fortissimo-Oktaven spielen in einem riesigen Anlauf. Diese Fortissimo-Oktaven lässt er in einem gebrochenen Akkord enden, wie er so nicht vorgeschrieben ist. Bloß danach entwickelt sich ein großer, ungeheuer schwungvoller Hymnus. Und diesen Hymnus spielen nun Horowitz und Toscanini so, dass plötzlich aus einem russischen großen Musikstück so etwas wird wie eine russische, geradezu religiöse Weltanschauung. Dagegen gibt es dann keinen Widerstand mehr, und der Schluss, die Stretta dieses Konzertes und dieses Satzes, ist das Äußerste, was Horowitz, Toscanini dem Instrument und der Sache überhaupt abzuzwingen vermochten. Diese mit Recht legendäre und hart erkämpfte Aufnahme aus dem Jahr 1943 wollen wir jetzt hören, und dann habe ich ja noch einige Schulden wieder gut zu machen, das heißt, einige Versprechungen zu erfüllen, die sich auf ganz andere Dinge zu beziehen. Nun aber Horowitz und Toscanini mit dem Finale des Tschaikowski-Konzertes. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, da kann man eigentlich nur noch Bravo schreien. Übrigens auch für das NBC-Symphonieorchester. Wir haben es nicht genannt, aber das ist das Orchester Toscaninis gewesen damals. Ja, meine Damen und Herren, wenn das Tschaikowski-Konzert richtig gespielt wird, dann muss es eigentlich so sein, dass zum Schluss der Flügel einfach so ein kleines Häufchen von Holz ist, das der Saaldiener mit einem Handbesen ohne weiteres beseitigen kann. Aber so ähnlich hat es ja hier geklungen. Das ist so ungeheuerlich, dass man es auch gar nicht mehr mit Klaviermusik übertreffen kann. Mehr geht nicht mehr. Und wir wollen infolgedessen jetzt also von dem Martellato mal ein wenig hinweg zur menschlichen Stimme. Horowitz sagt, er mache gerne Kammermusik. Man möchte es ihm nicht glauben, weil ja alles an seinem Spiel so ungeheuerlich solistisch und virtuos und ins große Zielen zu sein scheint. Aber er macht wirklich gerne Kammermusik. So hat er zum Jubiläum der Carnegie Hall sich einen großen, ich glaube den schallplattenreichsten Künstler der Erde, geholt und ihn gebeten, mit ihm zusammen musizieren zu dürfen. Der Mann, von dem mehr Schallplatten verkauft sind als von irgendeinem anderen Musiker unserer Zeit und unserer Welt, heißt Dietrich Fischer-Dieskau. Und Dietrich Fischer-Dieskau hatte die Ehre, von Horowitz begleitet zu werden, und er selbst muss scherzhaft irgendwo gesagt haben, er habe, als er mit Horowitz zusammen die Dichterliebe von Schumann sang, er habe den Horowitz eigentlich ganz gut begleitet. Womit er offensichtlich darauf anspielen wollte, wer da die Tempi angab. Es ist erstaunlich zu hören, dass Horowitz, wenn er Fischer-Dieskau begleiten musste, und das hat er natürlich doch, dass er dann eigentlich mehr Fehler macht, als wenn er das Tschaikowski-Konzert spielt, auch dass Gerald Moore sein will gelernt sein. Aus dieser Dichterliebe nun die beiden großen, schönen letzten Lieder, nämlich aus alten Märchen winkt es hervor mit weißer Hand und dann eben das allerletzte, die alten bösen Lieder. Lebendig und schwungvoll soll dieses vorletzte, also das erste von den Liedern, die wir hören, erklingen. Da ist ja diese wunderbare Utopie drin von jenem Reich, ach könnte ich dorthin kommen und dort mein Herz erfreuen und aller Qual entnommen und frei und selig sein. Diese Mischung aus romantischer Rückschau und Utopie von einem Land, wo man frei und selig ist. Das ist das Lied, das Fischer-Dieskau und Horowitz als erstes singen, hören, also vortragen. Und dann eben jenes andere, die alten bösen Lieder, mit dem der Zyklus schließt, nicht ohne ein gewaltiges Klaviernachspiel. Die sollen den Sarg forttragen und senken ins Meer hinein, denn solchem großen Sarg gehört ein großes Grab. Und was sei in dem Sarg begraben, ich senkt auch meine Liebe und meinen Schmerz hinein, meinen da Robert Schumann und Heinrich Heine. Diese so ungeheuer deutsche Musik, Heine Schumann, trug also begleitet von Horowitz Fischer-Dieskau in der Carnegie Hall vor. Es klang so. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Das klang schon anders.
als es normalerweise klingt, wenn irgendein Klavierdackel einen berühmten Sänger begleitet. Das war halt Horowitz, der sich von niemandem versklaven lässt. Und Fischer-Dieskau neigt auch nicht dazu. Und das bekam den beiden Schumann-Liedern außerordentlich. Jemand anders hat mit Horowitz schon zeitlebens musiziert. Das ist Nathan Milstein. Die beiden haben früher zusammen in Russland Kammermusik gemacht. Und sie treffen sich auch heute noch oft. Und als ich Milstein mal fragte, ob er mit Horowitz gut befreundet sei, da sagte er, Horowitz ist für mich kein Kollege, er ist ein Milchbruder. Also die beiden sind wirklich einander sehr nah, bewundern sich wohl auch sehr. Milstein, der große, temperamentvolle, auch im Alter noch überwältigend sauber und gut spielende Geiger und eben Horowitz. Dieser Freundschaft ist, was die Schallplatten betrifft, relativ wenig entsprossen, aber immerhin ein großes Werk, die D-Moll-Sonate Opus 108 von Brahms, also die dritte der drei bedeutenden späten Sonaten für Klavier und Violine von Brahms. Und damit wir dem Bann des Soloklaviers auch noch für weitere wenige Minuten entgehen, wollen wir jetzt hören, wie Nathan Milstein und Wladimir Horowitz zusammenspielen, wenn es gilt, ein brahmsches Presto, nämlich das Finale der D-Moll-Sonate Opus 108, zu interpretieren. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, Milstein und Horowitz mit der D-Moll-Sonate von Brahms, mit dem letzten Teil daraus. Und vielleicht von Brahms kommt man jetzt auf ein etwas problematischeres Kapitel, nämlich Horowitz und Beethoven. Das ist ja nicht unkontrovers, nicht? Nein, zumal auch in seinem eigenen Leben nicht. Er hat ja immer wieder versucht, die Sonaten neu einzuspielen. Und ist da ja auch zu ganz neuen Ergebnissen gekommen. Meine Damen und Herren, jetzt geht es mir wie in einem Lied von Schubert, Goethe, spute dich Kronos. Wir haben so viel vor. Meine Vorbereitungen würden dazu reichen, dass wir also noch morgen um 7 Uhr hier sitzen könnten. Ich hatte natürlich die Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky in Horowitz-Fassung und in einer Orchesterfassung vorstellen wollen. Ich hatte natürlich die drei verschiedenen Fassungen des Rachmaninowschen dritten Klavierkonzertes Ihnen vorführen wollen. Und zwar nicht nur von Horowitz, sondern auch in einer seltenen Gieseking-Ausgabe und Aufnahme. Ich wollte Ihnen auch Horowitz-Mozart-Spiel vorführen, und zwar flankiert von dem von Glenn Gould, wo dann Horowitz ganz langsam und zuchtvoll wirken würde. Und wir hatten natürlich auch das zweite Klavierkonzert von Brahms mit den gewaltigen Oktaven im zweiten Satz. Aber alles das kann ich nicht. Ich kann auch die Fragen, die hier noch zur Diskussion stehen, nur ganz flüchtig beantworten, denn Beethoven und Scriabin und Scarlatti locken noch. Aber zunächst einmal die Fragen. Gibt es eine Don Giovanni-Fantasieaufnahme, also die Liszt'sche Don Giovanni-Fantasie von Horowitz? Wird hier gefragt. Ich fürchte nein, weder in den mir bekannten offiziellen noch inoffiziellen Aufnahmen, Mitschnitten, Raubdrucken, Liebesplatten, nichts scheint sie zu enthalten. Wer also für die Don Giovanni-Fantasie von Liszt, ein tolles Klavierwerk übrigens, sich interessiert, der bleibt nach wie vor, ich muss das jetzt so improvisieren, angewiesen auf die Aufnahmen von Charles Rosen, Louis Kentner, Shura Schalkaski und Ludwig Hoffmann, wo ich übrigens die von Charles Rosen und Shura Schalkaski für nicht ganz so pianistisch und die von Hoffmann und Louis Kentner für nicht ganz so geistig halten würde, wie es notwendig wäre. Horowitz die Händel-Variation von Brahms je eingespielt? Antwort nein, wohl aber die Paganini-Variationen. Die Händel-Variationen sind ja jenes große Werk, Opus 24, das mit einer Fuge endet. Die Paganini-Variationen, Opus 35, erschienen in zwei Teilen. Das ist ein Prachtstück von Michelangeli, aber von Horowitz soll es das auch geben, nur hat es noch niemand gehört. Nächste Frage. Ob er den Totentanz von Liszt gespielt hat? Ich fürchte auch nicht. Da muss ich Sie, meine Damen und Herren, verweisen auf die schöne Aufnahme von Claudio Arau und auf eine tolle von Michael Ponti. Dvořáks G-Moll-Klavierkonzert, ob das von Horowitz vorliegt, ich kenne es nicht, wohl aber von Svjatoslav Richter und Carlos Kleiber. Das dritte Bartok-Klavierkonzert, das möchte auch jemand wissen, da kann ich nur auf Gesa Ander hinweisen. Und die Frage, ob er Bach gespielt hat, haben wir ja zum Teil schon beantwortet. Sie haben ja die Bach-Busoni-Bearbeitung von ihm gehört. Nun werde ich gefragt, warum ich denn so wenig Vergleiche zwischen Horowitz, Edwin Fischer, Emil Sauer und Frédéric Lamont ziehe.
Das hat Gründe, die auch mit der Zeit zu tun haben. Man könnte in der Tat vergleichen, wie Horowitz und Edwin Fischer die Pathetik, die Appassionata und die D-Dur-Sonate Opus 10 Nummer 3 alles von Beethoven spielen. Und da wird sich zeigen, erstaunlicherweise, dass Horowitz sogar einen buchstabengetreueren Beethoven spielt. Und es würde sich auch zeigen, dass die Aufnahme, die Edwin Fischer und Furtwängler vom Estur-Klavierkonzert gemacht haben, der Aufnahme, die Horowitz und Fritz Reiner gemacht haben, was den Orchesterteil betrifft, ungeheuerlich überlegen ist, dass aber natürlich Horowitz an pianistischer Allmacht Edwin Fischer doch wohl überragt. Von Emil von Sauer gibt es kaum Platten, die so jung sind, also in einer Zeit aufgenommen, dass man sie mit Horowitz vergleichen konnte. Friedrich Lamont, ein großer Pianist aus der Liszt-Schule, wie Emil von Sauer übrigens, auch in Glasgow geboren. Von dem gibt es noch eine sehr schöne Aufnahme der Appassionata, die man der Horowitz schon durchaus an die Seite stellen könnte. Mit dieser Beantwortung der Fragen bin ich nun auch ganz nah zu meinem nächsten Thema gekommen, nämlich, was macht Horowitz mit Beethoven? Antwort: Er hat sich sein Leben lang an ihm gerieben und hat dabei eine Reihe erstaunlicher, doch produktiver Ergebnisse erzielt. Ich meine damit nicht so sehr seine Einspielung der 32 C-Moll-Variationen, auch nicht so sehr das Estur-Klavierkonzert, wohl aber seine Beschäftigung mit den Sonaten. Und damit wir nun sehen, und zwar ganz kurz, kursorisch gleichsam, wie sich das verändert hat, möchte ich nun, meine Damen und Herren, Ihnen zunächst einmal die frühe, noch aus den 50er Jahren stammende Einspielung der Mondscheinsonate Beethovens Ihnen von Horowitz vorführen. Und zwar fängt die Mondscheinsonate ja mit einem Adagio an, dann folgt ein Allegretto und zum Schluss ein Presto. Es ist ein Stück, das gleichsam explodiert. Die stille, wilde Trauer des Anfangs wird zur entsetzlichen, emphatischen Trauer und Dramatik des Schlusses. Horowitz spielte als verhältnismäßig junger Mensch den Anfang der Mondscheinsonate, die Achteltriolen, den seltsamen Glockenton, die Mischung aus Cantilene und Bass folgendermaßen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. So spielte Horowitz den Anfang der Mondscheinsonate 1956. Dieses Adagio ist ja keineswegs eine trübe Triolenbrühe, über der eine Melodie wie ein Fettauge schwimmt, sondern ein exzentrisches Klaviergedicht. Da muss erstens völlige rhythmische Gleichmäßigkeit des Anschlags da sein, zweitens muss unterhalb der Melodie der erste Triolenton ba, 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 ein wenig lauter herauskommen als der zweite und dritte, unabhängig davon, wie die Melodiestimme geführt wird. Drittens muss die dadurch entstehende Dreistimmigkeit noch von einer vierten Stimme, dem Bass, ergänzt werden. Das muss alles in völlig kontrolliertem Gleichmaß nebeneinander durchgehalten werden. Dann ist das Stück übrigens ungeheuer schwer und keineswegs leicht. 1956, Horowitz war da ein 52-jähriger Mann, hat er das melancholisch ruhig auf Stimmung und Vielstimmigkeit bedacht gespielt. Langsam, ein wenig romantisch und doch nicht verschwimmend. Als er das Stück dann 16 Jahre später wieder einspielte, korrigierte sich Horowitz. Und zwar in einer Weise, ich habe das schon angedeutet, wie fast alle Pianisten sich korrigieren, wenn sie älter werden. Er hat bei seiner zweiten Aufnahme den ersten Satz etwas rascher gespielt. Weniger empfindsam, sentimentalisch. Offenbar liegt in der Natur des Reifungsprozesses großer Interpreten, dass ein solches Adagio allmählich zusammengefasster empfunden wird. Da spürt man, wie der älter gewordene Horowitz das Stück gleichsam aufbrechen will, ist also nicht nur als stimmungsvollen Satz, sondern als potenzielle Tragödie verstehen will. Das heißt, Horowitz hebt bestimmte Komplexe hervor und hält sich auch stärker an Beethovens à la breve, das ist eine Taktvorschrift, die von Dirigieren übernommen ist, Vorschriften. Er isoliert also manches und möchte gleichwohl größere Einheiten zusammenfassen. Der 68-jährige Horowitz spielte also, ich glaube es war im Jahr 1972, den Beginn der Mondscheinsonate so. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Was für ein Unterschied in der Haltung und in der Erkenntnis. Schneller, zusammengefasster, sicherlich nicht schlechter, aber vielleicht doch auch von dem romantischen Ton, an den wir uns gewöhnt haben, ferner. Das war also der Unterschied zwischen 1956 und 1972 in Bezug auf den ersten Satz der Mondscheinsonate. Aber es gibt ja auch noch das Presto. Und wie spielte das der relativ junge Horowitz? Hören wir in den Anfang des Presto Agitato hinein. Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Kein Anschluss unter dieser Nummer. Es ist nicht unvorstellbar, dass manche Hörer dieses entfesselte Klavierspiel beim Finale der Mozart-Sonate nicht nur als unklassisch, was heißt schon klassisch, sondern als geradezu geschmacklos empfunden haben. Manchmal ratterten ja in dieser frühen Aufnahme die Alberti-Bässe. Wirklich so, als ob eine Nähmaschine in die Nähe der Explosion gekommen sei. Trotzdem, was für ein fesselndes, gewaltiges, tolles und beneidenswertes Klavierspiel. 16 Jahre später ließ Horowitz sich einen so virtuosen Ausbruch, soll man sagen, leider oder Gott sei Dank nicht mehr durchgehen. Er gliederte nun das Presto absichtsvoll und für mein Empfinden sogar allzu absichtsvoll. Das heißt, die aufsteigenden Passagen zu Beginn des Finales nahm er weniger erregt, auch weniger laut und wild als in der früheren Aufnahme, so als ob das eigentlich nur ein Vorspiel wäre. Aus der irrwitzig rasenden Energie wird eine geballte und zugleich verhaltene Energie. Manchmal ist es auch ein Fehler, älter zu werden, oder? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, es wiederholt sich eben auch. Und das war ein kleiner Vergleich mit der Mondscheinsonate. Wir schwenken jetzt noch am Ende der Sendung. Noch eine Viertelstunde haben wir. Nochmal um zu etwas wesentlich Dekadenterem, nämlich zu Skriabin. Und am Ende noch zu etwas mehr Heiterem, zu Scarlatti. Ja. Scarlatti. Ja, nur ich wollte eigentlich gerade das Gegenteil sagen. Ich wollte sagen, viel moderner kann Musik nicht sein als dieser doch ziemlich singuläre Mondscheinsonatenausbruch. Selbst Scriabin hat Mühe, selbst sogar mit einer Sonate, die den Untertitel Schwarze Messe trägt. Und die Horowitz mit einer wunderbaren, legendären, das Legendenhafte und das Mysteriöse unterstreichenden Beherrschung seiner pianistischen Mittel vorträgt. Pierre Boulez, der moderne Komponist, der ja lange in New York Dirigent war, sagte mir einmal, und er ist bestimmt nicht jemand, der für Rachmaninow oder für Liszt besonders schwärmt. Und er hat ja sogar mal gesagt, wenn es Verdi-Opern gibt, das hat eigentlich gar keinen Zweck, dazu zu hören, das ist keine ernste Musik, dann geht er lieber spazieren. Also selbst dieser Pierre Boulez hat mir gesagt, so wie Horowitz Scriabin spielt, so könne das niemand und das sei eigentlich vollendet. Er hat die 9. Sonate, er hat die 3. und 5. und auch 10. Sonate wiederholt eingespielt. Ich wähle eine frühe Aufnahme der 9. Sonate. Das fängt langsam an. Die Vorschrift heißt legendär. Das heißt nicht etwa legendär, sondern das heißt im Legendenton. Dann wird es ein wenig sehnsüchtiger und auch rascher Tonwiederholungen erfolgen. Und die Musik, sonst wäre es ja keine schwarze Messe, die Musik sucht wirklich Gestalten, die etwas zu tun haben mit teuflischem Gelächter, ja sogar mit bösen dämonischen Träumen. Horowitz spielt seinen Scriabin und es ist wahrlich seiner, denn das kann sonst Ashkenazi vielleicht ausgenommen niemand so in der 9. Sonate folgendermaßen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, mir tut es fast leid, dass wir nicht mehr Scriabin in dieser Horowitz-Sendung, in dieser langen Nacht des Wladimir Horowitz drin hatten. Aber nun geht es leider nicht mehr. Es gab übrigens einige Hörer, die jetzt gerade angerufen haben und gesagt haben, wir sollten das doch so freihändig verlängern. Aber der Rundfunk hat leider nun einmal seine Gesetze und seine Programmstruktur. Es gibt auch andere Hörer, die das nicht wollen und nicht so viel Klaviermusik haben wollen. Wir wollen uns auch bei den Hörern sehr herzlich bedanken, Joachim Kaiser und ich, dass sie sich so rege beteiligt haben und so schöne Fragen gestellt haben, auch so interessante. Und wir möchten Sie umgekehrt wiederum bitten, vielleicht uns auch zu schreiben an den RIAS. Das ist Berlin 62, Kufsteiner Straße 69. Welche langen Nächte, insbesondere in Bezug auf klassische Musik, Sie gerne in Zukunft hören wollen. Das kann sich auch auf Interpreten beziehen, das kann sich auf Komponisten beziehen. Wir werden diese Wünsche und Vorschläge gerne in unsere Überlegungen einbeziehen. Jetzt haben wir am Ende noch einen Komponisten, der liegt weiter zurück als alles, was wir gespielt haben, historisch. Ja, meine Damen und Herren, in lausig knappen 5,5 Stunden kann man natürlich nicht viel machen. Und ich merke auch, dass mir gerade so etwas einzufallen anfängt. Ich könnte noch eine ganze Masse sagen. Zum Beispiel sind wir nach Schülern von Horowitz gefragt worden. Es gibt indirekte Schüler von ihm. Das waren William Capell, der wunderbare Pianist, der leider 1951 bei einem Flugzeugunfall ums Leben kam. Und Martha Argerich hat auch indirekt viel von ihm gelernt. Sein einziger direkter prominenter Schüler, das war natürlich Byron Janis. Und Janis hat auch berichtet, wie er bei Horowitz lernte.
Der Meister Horowitz, der Janis entdeckte, ging immerhin so weit, seinem jungen Schüler Etüden zu schreiben, die Janis Klavierhand weiterentwickeln sollten. Also Etüden, die nur für die Hände von Byron Janis gedacht waren. Zudem hat Horowitz den Schüler gebeten, er solle doch lieber eigene Fehler machen, als die Fehler anderer kopieren. Janis hat darüber in der Zeitschrift Musical America berichtet und hat nicht ohne Hochmut verstehen lassen, dass er natürlich gelegentlich in Gefahr war, eine Kopie von Horowitz zu werden, aber er habe sich dann rechtzeitig auf sich selber besonnen. Und seitdem hat man noch nicht mehr allzu viel von ihm gehört. Ja, wir machen jetzt einen Sprung zurück ins Jahr 1685, wo drei berühmte Komponisten geboren worden sind. Bach, Händel und der, den ich jetzt meine. Das war ein ganz differenzierter Klavierkomponist, der übrigens behauptet hat, seine Werke sollen wirklich nur zum Vergnügen gehört und gespielt werden, im Vorwort zu seinen Sonaten. Sie haben es erraten, ich meine den wunderbaren Domenico Scarlatti, den Sohn des großen Alessandro Scarlatti, der sich fast nur als Klaviersonatenkomponist, da aber auch als unschlagbar differenzierter, hervorgetan hat. Horowitz, der eine ganze Scarlatti-Platte und gelegentlich einzelne Sonaten von Scarlatti gespielt hat, wird uns mit einer Scarlatti-Sonate nun in die Nacht und zum Schlafen begleiten. Das wär's. Ja, und bevor ich dieses Amor-Stück anspiele, wollen wir uns verabschieden. Joachim Kaiser, der Kommentator der Langen Nacht, ist Wladimir Horowitz und Walter Bacher war in der Diskothek. Leider, jetzt schneiden Sie bitte nicht mehr mit. Das Stück wird nicht mehr vollständig vor den Nachrichten gespielt werden. Mhm.